Ja. Jetzt kannst du helfen mit Neis. Ich warte schon mit der Stunde zurück. Ja. Geh, treff, was hat erst passiert. Du kennst dich. Ich bin zurückgekommen nach dem Weg. In der Mitte drin ist ein Rädel abgefallen von einem Vogel. Dank Gott, was hat passiert? Bist du aus meiner Heim geflogen? Ich hab schon verkauft die Gänse. Wie viel hast du gekriegt? 15 Groschen. Das ist nicht scheier. Nur, ich hab sich bemüht, mit allen Keuchen so zu stellen, dem Vogel. In den Mitteln blitzen sei ich ein weiterer Droschke. Ich komme dich von Levol. Ich hab sich getaglickt, hä? Ja, sie muss sein auf dem Weg, also spät danach. Ja, Gedille hat mich getroffen. Ja, nur, das ist abgeschifft, gehäse keiner. Nun, ich gebe mir eine Hilfe, mir retten, mir schmissen, verdusse, jenes, papapapap. Sof, kol, sof, ist du wusst, die kennst. Dreitel Groschke. Dreitel Groschke, bereib Groschke, die kennst den Peiselbunnen, sa Vetter. In der Gelehrer, der ist er Mamenju. Er ist gewinnert Talmud beim Krakower Reben. Er kennt Säure, Phil. In der ganzen Gemur kennt er von euch ein wenig. Der Rabbiner Schaloylem hat uns verscholten. Was? Dreitel Groschke wäre steut. Er ist gestorben schon mit 3 Jahren zurück. Jeden, was rennst? Was plappelst du? Ich hab ihn gesehen, ich hab mit ihm geredet. Was geredet? Mit der Dybbuk? Dreitel Groschke wäre es gestorben von Typhus bei Pesselbunnen und Stieb. Sie hat es mir allein erzählt. Bei ihr ist gewähnt die Schiffe euch. Ich hab mein geladen her. Soll nehmen ein bisschen Suppe, soll sich rupfarben. Der Mann hat mich gerufen, Dore. Rem Kroschke, seh noch, ein Gast im Stieb. Sie geht, Belwur, sie geht. Das ist Dora. Ich hab wegen dir eine Sache gehört. Deine Bäckerlach sind wie rote Pomeranzen. Deine Fieselach sind stark. Welwill, die hast eine herrliche Weib. Ein Weib hat Zimmels. Ja, sie ist lichtig wie ein Sonnenstrahl. Setz dich in der Sitz. Adang. Mein Mann sagt, er hat euch eingeladen nach einer Schüssel Suppe. Ja, aber kann ich das noch so spät? Das wird mir geben schlechte Chaläumes. Nein. Nicht kein Suppe verwehren. No. Ich hab schon gewusst. Ich weiß. Du denkst, dass ich bin grob genug? Nein, ich weiß, also Dybbuk esst nicht. Dybbuk? Dybbuk? Hey, Werner, was für ein Weib hast du? Röp Groschke, entschuldigung. Ich kann verribbeln nicht, nur... Sie hat gehört, dass ein Bubbenmeise, als ihr seid niftig geworden. Schon mit 3 Jahren zurück bei Pesselbunnen in Stieb. In nächster Mensch, als ihr seid, sollte mir Meuchel sein, na Dybbuk. Versteht sich, ich halte nicht bei so einer Sache. Der Kopf ist mir auf den Ort. Pessel hat stark Meure gehabt. Inmitten Schmiere hat der Tate gedacht, er weggehen von dem Zimmer auf eine hübsch bissel Zeit. Dein teuten Körper hat er gelost allein. Weiß ich euch, also in dem Moment hat er nicht gut dich gehabt. Mein teuter Körper. Mein teuter Körper. Seh noch, Bräutgeber, meiner. Sie ist gewinnen mit dem Schmierer. Pesselstate hat gegolt bei ihm ein Wag. In er rausgegangen von dem Zimmer. Kommt er zurück, nimmt Gold dem zweiten Wag. Schabas gut, Jonte, verreust der Feugel! Ich muss im Rasier sehr schnell heim zu der Früh. Und dus heißt bei dir ein Dybbuk? Emmes, ich bin wein krank mit Typhus und ich habe gewöhnt mit Pessen, du. Aber jetzt, Gott sei Dank, ich bin gewohnt gesehen.
Hey, Wemmerle! Was war der Weib aus dir? Was hast du getan? Ja, was hast du getan? Ich frage dich, Wemmerle, also wie dein Kopf ist auf einem Ort. Hat der Dybbuk mich gehabt oder sie gehabt? No. Was sagst du jetzt wegen Schäden? Ha? Es hat ihm gar nicht geschaut. Verkehrt. Ich fühle nicht, dass er geht. Hey, Wemmerle. Ein Mensch tät dir eine Mitzwe, und also überdankst du ihm? Ich denke, dass ich will haben ein bisschen Suppe. Ich fühl sehr schwach. Ich fühl besser, als ich will gehen. Ein Mensch weiß, wenn er will nicht. Das ist so vermeiß, morgen wird ein Gefühl der Mess. Alles ist verschwinden. Narrigkeit, Wel. Burgsche Patrani von all das Weg.